Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich habe diese tolle Form von Molds and Shapes. I got this amazing mold. It's from Molds and Shapes. And of course, I'm a coffee drinker, so I will place some coffee beans. Da ich ein Kaffeetrinker bin, habe ich mir gedacht, wird der erste Versuch mit dieser Form mit Kaffee sein. Und ich platziere mir jetzt erstmal Kaffeebohnen. Die guten Bohnen aus meiner Kaffeemaschine. Und da sind natürlich einige bei, die sind schon gebrochen oder die sehen halt nicht so schön aus. Also spiele ich so ein bisschen Aschenputtel, ne? Also die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Das heißt, ich suche mir die schönsten Bohnen raus und platziere diese. Ziehe dafür aber erstmal meinen Handschuh aus und leg mir die schon mal unten hin. So, I will place my coffee beans and I will just pick out the most beautiful ones, meaning the broken pieces, the broken coffee beans. I will just select them, put them out of my mold and just place the beautiful ones just at the bottom of my mold. Yeah, and then I will speed up this part in a second and then we can fill this up with resin. So, ihr Lieben, beim Bearbeiten dieses Videos stelle ich gerade mit Erschrecken fest, dass mir der Teil fehlt, wo ich die Farben gegossen habe. Ich kriege die Krise. So, I just, while editing this video, I just found out that I lost the part where I poured my resin. Oh boy. Okay, I will tell you what I did and I will do a similar video again in the next days and then I will show you how I did it. Also ich erzähle euch jetzt erstmal, was ich gemacht habe und was ich angemixt habe und dann versuche ich sowas Ähnliches nochmal zu machen und dann zeige ich euch das. Also, ich habe meine Bohnen platziert und dann habe ich mir Harz angemischt. Ich habe einen großen Teil einfach mit braunem Alkoholink transparent, aber schon kräftig eingefärbt und einen kleinen Teil habe ich von Dippon die Hellelfenbein-Farbpaste genommen für meinen oberen Bereich. So, I mixed up my resin, I placed my coffee beans and then I mixed up some resin and I cut the biggest part of it in a transparent brown, like a coffee color. It was an alcohol ink. And a little amount of resin I colored with Dupont's ivory pigment paste for this upper part, which will be the milk. And then I just poured my ivory color first on the top of the mold. You will see this in a picture later. And then I carefully filled up my mold with the brown. And I didn't fill up the mold to the top. It's just a thin, relatively thin layer. And let this cure and then poured, no, then comes the sticker. Also ich habe erst dieses Elfenbein oben gegossen und dann mit dem Transparenten aufgegossen. Nicht ganz voll gemacht die Form, weil es kommt ja noch eine Schicht. Und das Ganze dann aushärten lassen. So, das ist also der Part. Ihr seht das, oben das Elfenbein und dann das Braun. So you can see this ivory color on top and then this brown, which is transparent, you will see in the end. And then I used my Cricut. Well, I don't have a Cricut, I have a brother, but it's the same. And I printed out those little stickers and I will just put them on a transfer foil and now I will just place them onto my already cured resin. Also, ich habe mit einem Plotter mir diese Schriftzüge geplottet und ausgeschnitten, Transferfolie drauf. Und ich schneide die jetzt gerade noch ein bisschen zurecht, dass die in die Form passen oder besser in die Form passen und platziere meine vier Sticker auf meinem ausgehärteten Harz. Also diese Schicht ist natürlich ausgehärtet, sonst kriegt ihr diese Transferfolie nicht mehr runter. Das muss also schon fest sein. Und als kleinen Tipp, ich hatte an dem Tag unheimlich schlechtes Licht. Seht wirklich zu, dass ihr, wenn ihr das aufklebt, richtig gut drüber geht, dass ihr keine Luftbläschen habt. Ich habe in den Schriftzügen an manchen Stellen ein paar Luftbläschen, die habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil das Licht so schlecht war. So if you place like vinyl foil or vinyl stickers, just make sure that you really kind of scrape over your transfer foil and really stick this foil down. Because I had really bad light in this evening and I do have some tiny little bubbles under a couple of letters underneath my vinyl foil and I couldn't get them out completely. So I do have some bubbles in the end result underneath my foil. So just make sure that you really rub over those foil and over those stickers to get any air bubble out of this. Okay, I will just place my stickers and then I will fill up my mold with clear resin.
Ich denke mal, dass dieses Video unter keinem guten Stern stand. Ich war so aufgeregt, diese Form zu benutzen. Ich habe, nachdem ich die Sticker aufgeklebt habe, auf Pause gedrückt, mein Harz angemischt und habe vergessen, wieder auf den Startknopf zu drücken. Also auch diesen Teil habe ich nicht gefilmt. Es läuft. So again, I put my camera on pause to mix up my resin and I forgot to press the play button again or the record button again. So again, this part where I poured resin is missing. I don't know what went wrong. It wasn't my day at all. But you can see me demolding. So I filled up my mold with just clear resin, removed the bubbles and let this cure. And now we are ready to demold. Also ich habe im Grunde genommen nichts weiter gemacht als klares Harz aufgegossen. Es tut mir echt total leid. Ihr guckt euch hier ein Video von mir an. Also wenn ihr immer noch da seid nach der ganzen Zeit, danke hierfür. Ihr guckt euch ein Video von mir an, um zu schauen, wie ich es gemacht habe. Und diese ganzen Teile, wie ich es gemacht habe, fehlen. Es tut mir total leid. Ich hole das nach. Also es wird noch mal so ein Video geben. So, I'm really sorry if you're still watching. Thank you so much. You are watching this video to see how I made these and every little part is missing. Okay, well, I'm sorry. I will repeat this and I will show you how I poured them. I promise. So I'm just demolding those pieces and I just love them. You will get a close-up and you can see the transparency in the pictures later. What I also did, I just trimmed off the edges a little bit, these sharp edges, and painted the edges in gold, but just the edges, not the side. You will see in a second. Was ich hier noch gemacht habe, ich einmal gerade die Kanten entgratet, weil die etwas schärfer sind und habe dann die Ränder gold bemalt, aber nur diesen Rand, nur die Ecke, nicht die ganze Seite, also dass man wirklich nur so einen kleinen Goldrand hat, das seht ihr in dem Bild. Ich hoffe, dass euch dieses Video trotz allem Chaos hier gefallen hat und für den Algorithmus von YouTube, bitte, bitte gebt mir einen Daumen hoch, auch wenn dieses Video wirklich nicht das war, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich wäre euch total dankbar. Hinterlasst mir gern einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und ich gelobe Besserung, das nächste Video wird besser. So, for the sake of the algorithm of YouTube, I know this video isn't really what I wanted to show you. Give me a thumbs up, subscribe to my channel, leave a comment below and I promise I will repeat this and I will show you exactly how I poured it. I am really, really sorry for this mistake, but now you can see the result with the transparency in the middle part with the coffee and I am just in love with those coasters. And as I mentioned, I promise I will repeat this. Okay, so thank you very much for watching till the end and I will show you the final result in a second with the golden edges and I hope you love them and these are the new molds from Molds and Shapes, so check out their website and I will see you in the next video. Also, das sind übrigens die neuen Formen von Molds and Shapes, guckt da auf jeden Fall auf der Webseite mal nach. Ich schneide mir gerade noch hier die Ecken ab und dann diese überschüssigen, ne? Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Nochmal Entschuldigung und danke, dass ihr bis zum Ende geguckt habt und dann sehen wir uns im nächsten Video.